Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam die Neuzugänge aus Dezember 2020 an und schauen, was habe ich gelesen, was habe ich noch in Erinnerung, was liegt noch auf meinem Sub, auf meinem Stapel ungelesene Bücher. Ich hatte euch ja, glaube ich, in der letzten Woche, wenn ich mich recht erinnere, so vom Drehplan, ja auch schon einen Rückblick fürs erste Halbjahr gezeigt, was davon noch übrig ist. Sowas plane ich definitiv auch jetzt so halbjährlich, dass man sich das immer mal anschaut, was denn von den Büchern, die hier irgendwie übrig geblieben sind, dann im Grunde auch ja, gelesen wurde. Also guckt gerne euch das Video auch von der letzten Woche an, wo wir uns dann einfach die Frage stellen, ob die Rache vielleicht doch noch irgendwie zugeschlagen hat. Im Dezember 2020 sind 21 Bücher eingezogen, zumindest laut meiner Statistik. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der Dezember ist ja nun mal auch einfach ein Weihnachtsmonat, wo es dann doch einfach Bücher gibt, Wichteln gibt, wo man Geschenke bekommt. Und ja, ich bin sehr gespannt, was davon gelesen ist und noch offen ist. Und es ist auch irre, dass das eigentlich schon wieder das letzte Video in diesem Jahr ist zu diesem Thema und auch das letzte Neuzugänge Video aus 2020. Also immer wieder faszinierend, wenn man da einfach so ein Jahr zurückblickt. Und ja, jetzt quatschen wir aber gar nicht mehr lange. Jetzt schauen wir uns das Video vom letzten Jahr an. Ja, das erste Buch war von Katinka Engel, Love is Wild. Ich weiß gar nicht jetzt, welcher Teil das im Dezember irgendwie war. Es könnte der letzte Teil gewesen sein. Ich habe diese komplette Reihe von Katinka Engel gehört, sehr, sehr gefeiert. Wir sind ja in New Orleans unterwegs. Das Thema ganz groß ist auf jeden Fall Musik, es ist Künstler, es ist Freiheit. Und es hatte eben verschiedenste Pärchen, Protagonisten, die aber natürlich alle sich irgendwie immer wieder begegnen. War eine schöne Reihe, hat mir gut gefallen. Ein Weihnachtsgeschenk für Bob Harper. Habe ich gelesen, hat mir letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen. Es ist ja irgendwie die Fortsetzung zum eigentlichen Buch rund um Bob der Streuner. Ich mochte ja auch den ersten Teil sehr gerne. Ich mochte auch das Buch gerne. Ich glaube auch, dass das rund um Weihnachten irgendwie verfilmt werden sollte oder vielleicht sogar verfilmt ist. Ich weiß gar nicht, ob das dann je in die Kinos gekommen ist, weil wir wissen ja alle, was letztes Jahr im November, Dezember irgendwie so los war. Ich glaube dann gar nicht, dass das hier irgendwie ja, rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr gelaufen ist. Kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Aber ich habe es gelesen, ich fand es schön. Ich mochte die Geschichte rund um ja, unseren Bob der Streuner. Und es hatte, glaube ich, auch richtig schöne ja, Bilder hier mit drin. Und es ja, ist ja richtig toll, von diesem Obdachlosen zu lesen, der, ich glaube, auch sehr drogenabhängig war und dann eben sein Glück mit dieser Katze findet und auch die Katze sich natürlich dankbar schätzen darf, dass sie eben gefunden wurde und versorgt wird und ja, was da für eine tolle Freundschaft entstanden ist. Das Labyrinth der träumenden Bücher von Walter Mörs ist ungelesen, also jetzt das erste Buch. Ja, ich habe das mir letztes Jahr geholt, als ich die Stadt der träumenden Bücher gelesen hatte, gefeiert hatte, beziehungsweise ich glaube, ich habe es ja gehört und wollte dann unbedingt ganz viel weiterlesen von Walter Mörs. Das Buch liegt noch auf dem Sub, weil mir oftmals jetzt schon gesagt wurde, dass eben hierin ein ganz gemeiner Cliffhanger ist und man noch nicht weiß, wann das dritte Buch dann herauskommen wird. Und aus dem Grund habe ich es auch dann tatsächlich gar nicht gelesen, aber ich freue mich drauf. Ja, von Brandon Sanderson sind Kinder des Nebels eingezogen. Oh, das zweite ungelesene Buch war eine Empfehlung der lieben Kerstin Merkel. Wir hatten im letzten Jahr, es ist auch schon wieder ein Jahr her, so eine Videokombination, Buchhändlerin empfiehlt mir Bücher und sie hat sehr, sehr, sehr von Brandon Sanderson geschwärmt und das Buch klingt einfach mega spannend. Jetzt ist natürlich die Frage, warum liegt das noch auf dem Sub? Es könnte an der Dicke des Buches liegen. Ich glaube, es ist, ja, es ist, glaube ich, auch der reine Auftakt. Ich habe aber auch im Nachgang nur positive Stimmen dazu gehört. Und ja, ich muss das jetzt unbedingt mal im neuen Jahr angehen und ja, zweite ungelesene Buch. Home von Eva Siegmund war eine Empfehlung der lieben Anka. Da habe ich sowohl Band 1 als dann auch Band 2 gelesen. Das hatte, glaube ich, die liebe Christine für mich bei Pick My Sub in diesem Jahr herausgesucht und mir hat der erste Band so, so gut gefallen, dass ich mir direkt auch den zweiten Band als E-Book geholt habe und die Reihe dann in einem Schwupps sozusagen gelesen hatte. Wir haben hier eine Art dystopische Welt. Wir haben ein junges Mädchen, bei dem alles perfekt ist, die auf eine Mission soll. Ja, die Erde ist nicht mehr so, wie wir sie im Grunde kennen. Und dann wacht sie aber eines Tages im Krankenhaus aus, soll wohl aus dem Koma erwacht sein und hat aber Fähigkeiten, die sich dann irgendwie keiner erklären kann für jemanden, der im Koma ist. Und ja, war richtig, richtig gut. Band 1 fand ich wirklich mega. Band 2, ich glaube, ich war mit dem Ende nicht ganz zufrieden. Ja, von Corinna Bohmann ist Sophias Triumph eingezogen. Es müsste auch der letzte Band der Farben der Schönheit Reihe gewesen sein. Hier waren wir ja auch irgendwie 1910 unterwegs mit Sophia, die dann auch nach Paris geht. Wir erfahren etwas zum Puderkrieg zwischen Helene Rubinstein und
Jetzt habe ich es vergessen. Aber ja, wir haben hier Kosmetik, wir haben hier eine Lebensgeschichte, die anders verläuft, als man irgendwie denkt. Wir haben eine junge Frau, die sehr stark ist, die für ihre Träume auch einsteht und wirklich auch sich durchs Leben kämpft. Und ich mochte wirklich die Hörbücher auch super gerne. Ich habe der Geschichte gerne gelauscht. Ich finde, dass Corinna Boman es toll schafft, historische Fakten mit fiktiver Geschichte zu umweben. Und das finde ich richtig, richtig toll. Auch eingezogen ist von John Krakauer in der Wildnis, glaube ich, und das ist auch gelesen. Ich war mit dem Buch ja nicht ganz zufrieden, weil ich hier definitiv schon mehr einen Bericht im Grunde über den jungen Mann erfahren hätte, der da eben als Aussteiger unterwegs war, der dann in Alaska sich niedergelassen hat und dort eben einfach in der Ferne sozusagen gelebt hat. Ich habe auch den Film, den habe ich mir, glaube ich, gleichzeitig irgendwie geholt. Ich weiß auch gar nicht, letztes Jahr haben da einige davon geschwärmt. Ich konnte mit dem Buch nicht sehr viel anfangen. Ich habe den Film aber noch hier und werde den auf jeden Fall ansehen. Ich habe auch unter meiner Bücherwoche, wo ich drüber geredet habe, schon den Hinweis gekriegt. Guck dir den Film an, der ist definitiv besser umgesetzt und das, wo einige so ein bisschen Probleme mit dem Stil hier von John Krakauer hatten. Die letzte Astronautin, drittes ungelesenes Buch, war, glaube ich, auch eine Empfehlung von Kerstin Merkel, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Da habe ich tatsächlich noch nicht alle von ihren Büchern, die ich mir zugelegt habe, gelesen. Wir haben hier Science Fiction. Das war, glaube ich, auch ihr Tipp dazu, weil sie eben wusste, dass ich gerne im Weltraum unterwegs bin. Und da bin ich auf jeden Fall super neugierig. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt mit der letzten Astronautin war, ob sie da irgendwie alleine im All dann unterwegs ist oder ob sie von Grund auf schon alleine ins All geschickt wird. Aber es klang auf jeden Fall super spannend und ist dann bei mir gelandet und es sieht auch vom Cover richtig toll. Es sieht auch schon so ein bisschen aus wie ein Filmplakat, aber ist von David Wellington, ist aber ja leider noch nicht gelesen. Ja, also drittes Buch. Wir sind noch nicht mal halt durch dieses Video durch. Also es ist schon, es könnte ganz schlimm zum Jahresende werden. Das Winterkarussell war ein Geschenk um die Weihnachtszeit herum von einer lieben Freundin. Wurde auf jeden Fall auch letztes Jahr noch gelesen, hat mir auch ganz gut gefallen. Es war anders, als ich es erwartet hatte. Es hatte doch sehr viel Historisches drin. Ich weiß gar nicht mehr, zu welcher Zeit es genau spielt. Ich glaube in den 50ern, 60ern, bin mir gerade nicht mehr sicher. Und wir haben hier eben ein Karussell, das eben eine ganze Familie begleitet. Also die Familie im Grunde immer Schausteller war und es ergibt sich dann eben auch so eine Geschichte auf zwei Zeitebenen. Ich fand das ganz schön. Habe es gerne gelesen, war für eine Weihnachtsgeschichte tatsächlich ganz niedlich gemacht und auch vom Cover natürlich. Zodiac Academy ist bei mir eingezogen. Ich glaube, das war in einer Weihnachtsgeschenkbox von Mein Wunder. Soweit ich mich recht erinnere, habe ich gelesen. Da geht es um die 12 Sternzeichen. Es ist so ein bisschen Urban Fantasy, allerdings auch eher sehr jugendlich. Frozen Crowns habe ich auch angefangen, war, soweit ich mich jetzt recht erinnere, aber nicht ganz meins. Also es war, glaube ich, auch sehr jugendlich. Es hatte natürlich schon diesen wunderbaren Fantasy-Aspekt, auch mit Feuer und Eis und auch einer taffen Protagonistin. Ich weiß gar nicht, ob es das nicht auch wieder so eine Dreier-Story war. Irgendwie hatte mich da der Stil nicht so packen können. Ich glaube, ich habe das auch nur so 50, 60 Seiten gelesen. Ist dann auf jeden Fall weitergezogen. Aber so ist es eben auch mit Büchern, die man geschenkt bekommt. Da kann man eben nicht immer richtig liegen. Ja, Dame mit Charme habe ich tatsächlich erst letztens gelesen, weil mir nach Sachbuch war. Ist ja ein Sachbuch über den Darm. Sollte sehr humorvoll sein, sehr lustig sein. So ist das bei mir angekommen. Ich fand es ganz okay. Es gab gute Erklärungen. Es gab auch ein paar Tipps, ein paar Dinge, die man um den Darm vielleicht einfach noch nicht wusste. Ich fand auch, dass die Autorin das gut rübergebracht hat. Es gab auch einige Illustrationen in diesem Buch, die ein bisschen dann auch den Körper erklären, wie Dinge funktionieren. Fand ich gut, kann aber den Hype tatsächlich nicht ganz nachvollziehen. Und es ist Winter in Wien, mein Mann gezogen. Ich hoffe, es ist Winter in Wien. Es müsste so vom Cover, müsste es das sein. Ja, von Petra Hartlieb ist der Auftakt einer Viererreihe, wo jetzt auch Herbst in Wien erschienen ist. Und ich habe die ganze Reihe in diesem Jahr auch gelesen. Ich habe sie sehr, sehr gemocht. Das ist wirklich eine kleine historische Highlight-Reihe, die 1910 anfängt, eben in Wien in Österreich. Wir
Marie begleiten, die als Kindermädchen bei Arthur Schnitzler das Arbeiten beginnt und der ihr Leben wir so ein bisschen begleiten, so ich glaube bis Mitte der 30er Jahre. Und wir sind eben im historischen Wien und ich fand es sprachlich richtig toll. Ich mochte auch, wie uns Wien gezeigt wurde. Ich fand es sehr bildhaft. Ich mochte die Geschichte rund um Arthur Schnitzler und ja, mir hat die Reihe sehr, sehr gut gefallen. Also auch diese Reihe ist gelesen und auch beendet in diesem Jahr und das ja, finde ich natürlich toll. Da gab es irgendwie einen Bildwechsel. Was hat die Steffi da wieder angestellt? Könnte dunkler geworden sein oder heller. Vielleicht hat sie ein Licht aufgestellt. Mensch, müsste man die Vergangenheit Steffi nochmal fragen. Würde ich vielleicht Kopfhörer haben, wüsste ich jetzt, was sie da vor sich hin blubbert und ich blubber jetzt einfach mit. Im Grunde gut von Rutger Brechmann war ein Buchtipp. Ich glaube, letztes Jahr im BookTube Adventskalender bei Anka, da hat sie einige Autoren befragt, was so ihr Buch unter dem Weihnachtsbaum ist. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und Utopien für Realisten vom gleichen Autor habe ich auf 2, 3 YouTube-Kanälen gesehen. Ich glaube nicht auf BookTube, sondern auf YouTube. Und fand das auch super spannend. Das habe ich aber, glaube ich, ich bin mir ganz sicher, doch, habe ich auch gelesen. Ich habe beide Brechmanns in diesem Jahr gelesen. Von Luisa Hartung ist eingezogen und Astrid Lindgren. Ich habe auch gelebt. Das ist ein Briefwechsel zwischen den beiden, also zwischen der Autorin und Luisa Hartung, die in Berlin lebt, die dort Kinderheime unter sich sozusagen führt und ja, deren Freundschaft, die eben mit immer mehr Briefen inniger wird und die wirklich sehr schön waren. Also mir haben diese Briefe gut gefallen. Ich habe die gehört, war auch, glaube ich, ein Hörgenuss in diesem Jahr von mir. Ich hatte hier großen Spaß. Ich bin jetzt nicht der größte Astrid Lindgren-Fan, aber ich fand einfach so diese Briefwechsel, mit welchem Respekt beide sich begegnet sind, welche Dinge sie sich auch erzählt haben, wie sie kommuniziert haben, auch wenn man dann eben erfährt, wann sie sich so getroffen haben. Im Nachgang haben sie dann natürlich auch in ihren Briefen über diese Treffen gesprochen und ich fand, es waren zwei ganz, ganz tolle Frauen für ihre Zeit, auch definitiv einiges voraus, die eben schon gespürt haben, die Welt ist irgendwie im Wandel und das fand ich richtig toll. Also mir hat dieses Hörbuch sehr, sehr gut gefallen, wird auch von zwei unterschiedlichen Stimmen gesprochen. Von Walter Mörs ist Weihnachten auf der Lindwurmfeste eingezogen, habe ich zu Weihnachten von der lieben Becky geschenkt bekommen, wurde dann auch von mir relativ schnell danach gelesen. Becky hatte mich ja mit Walter Mörs angefixt und hat dann eben auch mitbekommen, dass ich ja, die Stadt der träumenden Bücher so, so gefeiert habe und so ist dieses Büchlein bei mir eingezogen. War eine wunderbare kleine Weihnachtsgeschichte, um eben einfach in dieser Welt weiter einzutauchen. Fand ich richtig schön, habe ich sehr, sehr genossen. Dann ist eine Bucketlist für Potterheads bei mir eingezogen, auch zu Weihnachten, 250 To-Dos, die jeder Potterhead getan haben muss. Ich habe einige Dinge mir dazu rausgeschrieben, auch so ein bisschen umgesetzt. Das Buch ist mittlerweile im Freundeskreis so ein bisschen unterwegs, weil natürlich überall diese Potterheads sind. Ach, das ist wirklich wie eine Krankheit. Haben wir eine Pandemie der Potterheads? Und da finde ich schön, dass man sich eben auch einfach Ideen so raussuchen kann. Und ich hatte da große Freude, dass da eben jemand genau wusste, dass ich ein großer Potterhead bin und mir damit auch eine große Freude gemacht hat. Dann ein Tag und 4 Leben, ein Tag und 4 Leben, ich glaube, von Adriana Popescu ist bei mir eingezogen. Ich glaube, das gab es früher in einer anderen Version oder gab es das nur in so Einzelteilen? Ich glaube, sie hatte das immer in so Teilen. Als E-Book gab sie nur, die hat sie jetzt in der Sammlung in dieses Buch gepackt. Ist nicht tatsächlich das beste Buch von Adriana. Man merkt definitiv, dass sie sich seit dieser Geschichte weiterentwickelt hat. Ich habe das gelesen. Ich mochte nicht ganz die Dynamik der Liebesgeschichte. Es war, glaube ich, Friends to Lovers. Das ist sowas, was ich immer nicht ganz so gerne mag. Aber ja, habe ich gelesen. Andere Adriana Popescu Bücher sind definitiv empfehlenswerter als dieses Buch. Heb den Schleier ist bei mir eingezogen. Das ist ein Human Design Buch. Ich habe das ja 2020 für mich entdeckt. Habe ich in diesem Jahr auch gelesen. Hier geht es definitiv um ein bisschen andere Bereiche innerhalb des Human Designs. Das sollte man wirklich nur lesen, wenn man sich schon damit ein bisschen befasst hat. Es war aber nicht schlecht. Es hat nur sehr viel, also es hat halt nur so einzelweise Einzelteile zu einem selbst irgendwie gepasst und dann auch so immer zu den anderen Unterkategorien von Human Design was erzählt, was man, wenn man es für sich selbst liest, nicht ganz so spannend findet. Aber ja, gelesen und auch gemocht.
Als die Elefanten kamen, war eine Empfehlung einer lieben Freundin, habe ich dann in diesem Jahr auch gelesen, wurde von der lieben Christine auch rausgepickt und war eine ganz schöne Geschichte, wo wir eine junge Frau haben aus Deutschland, die nach Afrika in ein Reservat im Grunde reist, also in eine Lodge und dort dann eben auch Elefanten treffen möchte. Da entwickelt sich dann eine Liebesgeschichte, das wird dann eine Fernbeziehung und es war ein bisschen anders als gedacht. Also ich hatte hier viel mehr Elefanten und viel mehr Afrika erwartet, als ich bekommen habe. Und ich glaube, jetzt ist die Steffi auch schon durch, ja? Sie zeigt ein Weihnachtsgeschenk. Da kann ich im Grunde rumrutschen. Und also ich habe jetzt dreimal die Finger hoch, drei Finger sozusagen hoch. Also drei Bücher sind sozusagen ungelesen. Ist doch eine ganze Menge. Also einmal Sanderson, einmal Die Astronautin und das Buch von Walter Mörs. Aber ja, das Walter Mörs Buch, ich glaube, es könnte noch länger auf meinem Sub verweilen, einfach weil ich wahrscheinlich tatsächlich warten werde, bis der Fortsetzungsband dann einfach da ist. Aber die beiden anderen Bücher rutschen jetzt im Sub ein bisschen nach oben und da freue ich mich schon drauf. Also Fantasy und Science Fiction kann man ja eigentlich gar nichts bei mir verkehrt machen. Deswegen waren das schon sehr, sehr coole Tipps von der lieben Kerstin und denen möchte ich dann auf jeden Fall auch folgen. Also 3 von 21, ja, gar nicht so schlecht. Bin ich ganz zufrieden und ich dachte schon, weil die Bücher alle zu Beginn kamen, dass das gegen Ende ganz schrecklich wird. Aber Gott sei Dank nicht. Finde ich absolut in Ordnung. Damit kann ich gut ins neue Jahr switchen und können wir uns dann bereit machen, was dann im nächsten Jahr Neues so bei mir einzieht und was die Rache dann auch sagt. Und das war es jetzt auch von mir. Vielleicht kennt ihr ja eins der drei Bücher, wollt ein bisschen schwärmen, dann sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Würde ich mich freuen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Eure Steffi.